Das ist das absolute Highlight und das verdient ein Einzelvideo. So einen Atria habt ihr noch nicht gesehen. 6 Meter Länge und ein Hubbett. Und was der Besitzer da alles reingebaut hat, das ist der Kracher. Ja, und da ist der Besitzer. Du kommst aus Schlesien. Schlesien, ja. Aber du hast das Fahrzeug in Deutschland angemeldet. Ist günstiger wahrscheinlich, ne? Versicherungsgünstiger. Ja. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Wollen wir von außen einmal rumlaufen und danach von innen gucken? Machen wir so. Genau. Das ist der SPB. Ursprünglich, ne? 600. Ja. 600. Ich sag extra mal ursprünglich, weil der ist ja komplett umgerüstet, vor allem von innen. Den hast du schön gemacht. Von außen. Top. Ohne Worte. Die Franz Schnitzler Racing Front. Ja, aber erstmal hier unten, das ist ja da. Und dann auch noch den Chrom-Spoiler unten, den wir auch haben. Ich habe noch nie die Franz Schnitzler Stoßstange gesehen mit dem Chrom-Spoiler unten. Dass das passt, hätte ich nicht gedacht. Und dann hast du hier oben mega Flutlicht. Wie heißt das Ding da oben, was du da drauf hast? Das weiß ich nicht. Sieht so teuer aus. Nein. Selber reingebaut, alles? Alles machen lassen. Ja. Und die, habe ich gesehen, sind abends angegangen mit Bewegungsmelder. Ja, das ist mit Bewegungsmelder. Bin hier im Dunkeln langgelaufen. Das ist mit Magnet, das kannst du wegmachen. Ja, die haben mir gefallen. Die hast du hinten auch. Ja. Die würde ich mir gerne auch mal anschaffen. Muss man mal den Link. Stehst du irgendwo, weißt du, und da siehst du gleich, wer kommt, wo da ein paar Meter leuchtet ist. Ne? Ja, und das schreckt vor allem die Leute ab. Ja. Da musst du mal nachher mal den Link geben. Kann ich auch unter das Video machen, weil die sind okay. Wirklich sehr hell im Dunkeln. Ich habe mich verjagt, als ich hier spazieren gegangen bin gestern Abend. Ja, du hast das Problem, dass die Plissé die Farbe ändert, ne? Wenn man länger in der Sonne damit ist. Du weißt ja, die ist nur für Verdunklung und nicht für Sonnenschutz. Ja. Dann wird die halt gelb, ne? Ja, das ist egal. Ja. Dann gehen wir erstmal weiter rum. Du hast hier ein Markisen-Vorzelt aufgebaut von Thule. Das ist natürlich das teure System von Thule. Ja, das ist das teuerste. Ja. Die billigste kaufen wir immer 2-3 Mal. Einmal richtig und da hast du. Aber ne? Kostet über 2000 Euro das komplette Programm. 2,4. Wenn man alles haben will. Seitenteile, Vorderwand. Wir gehen gleich mal rein, deswegen noch mal kurz von außen zu Ende. Oder wollen wir dann Heck erstmal angucken? Weil das ist ja der Hammer, dass du ein Hubbett hast in einem SPB. So. Na, wir fangen ja gleich mal am Rand an. Was hast du denn hier gemacht? Das ist ja Leder. Das ist Wildleder. Und Wildleder. Du hast die kompletten Hecktüren von innen mit Leder und Wildleder machen lassen. Ja. Seite alles mit Teppich. Und das ist der elektrische Bett. Ein elektrisches Hubbett. Das hier ist der Vorführeffekt. Doch, es funktioniert. Da muss ich mal von hinten mal filmen. Wie kriegt man denn das da rein? Das kommt ja nicht von Atria. Ja, das ist alles extra umgebaut. Aber mal ohne Scheiß. Wer kann es schaffen, ein Hubbett elektrisch nachzurüsten? Welche Firma baut sowas ein? Ja, das musst du alles ausbauen. Die ganze Isolierung neu reingemacht. Oder die Originalisolierung vom Atria, das kannst du vergessen. Ja. Die, meinst du die Isolierung von Atria? Die ist, eigentlich ist die ganz gut, die Dämmung an den Seiten. Ich hab extra von Seite überall, wenn guckst, klopfst du, guck. Das ist das Richtige, ne? Ja, was für ein Baujahr ist dein Fahrzeug? 2019. Ja, okay, dann hast du natürlich noch nicht die Dämmung in den Hecktüren gehabt. Die gab es ja erst ab dem 21er Modell. Na, aber vom Seite hast du auch keine Dämmung gehabt. Nicht? Die ist aber bei den Seiten schon beim 19er Modell gewesen. Ich habe das Auto gebracht zum Umbauen alles. Sie haben alles weggemacht und alles isoliert. Die ganze Isolation vom Atria kannst du vergessen. Ja. Und die Kabel dahinter, die haben mir gezeigt, die Kabel dahinter, wie das hängt, das ist eine Katastrophe. Aber sag mal, wo kann man sich so ein Hubbett einbauen lassen? Welche Firma macht sowas? Das habe ich lange gesucht, wo ich das SGX hat mir gefallen. Aber das war mir zu lang. Ich wollte unter 6 Meter, wo ich fahre viel Fähre und da zahle ich für PKW, weißt? Und sonst muss ich zahlen für LKW, ne? Unter 6 Meter.
Und da habe ich eine Firma gefunden, wo baut das um alles und die haben das alles gemacht. Das ist total beeindruckend. Ein Hubbett in einem 6-Meter-Fahrzeug, SPB. Ja, dann hast du hier auch die Schränke, sind ja irgendwie alles ein bisschen anders bei dir, ne? Das ist ja hier ja, auch umgebaut. Das ganze Bett runter. Ja. Du hast hier hinten einen Platz, als wenn du den SGX hättest. Ja. Wahnsinn, was du hier für Stauraum hast. Das ist natürlich ein Highlight, dass man das Bett hoch und runter fahren kann. In einem 6-Meter-Auto. Nutzt du den alleine? Oder? Allein. Ganz allein. Ja, dann reicht das auch völlig aus hier. Da hätten hier die Schienen. Das ist ja fast wie von Adria, nur anders. Nur ein bisschen anders. Besser. Das ist fest. Ja, vor allem, es wackelt nicht. Es ist wirklich fest. Also es ist ein Traum für alle, die den SGX haben, das hier mal zu sehen. Aber die Matratze ist die originale noch geblieben? Nein, ne? Das auch ist nicht. Eine spezielle Matratze, so wie die oben, wie heißen die jetzt? Kaltschaum, sowas. Ja. Ne? Mhm. Aber, und Lattenroster ist aber original geblieben. Ne? Nein, nein. Auch nicht. Alles, andere Lattenroster hast du hier andere auch. Andere Lattenroster, ja. Alles und die eine Matratze. Ja. Und auch du, also das Hubbett kann man sich gar nicht oft genug angucken. Auch du hast den Max-Fan eingebaut, sehe ich gerade. Ne? Ja. Ja, und jetzt dürfen wir mal reingucken von vorne. Da hast du ja auch so einiges geändert. Ja. Da kann man ja gleich schon von hier einmal durchlaufen, wenn du das Bett hochfährst. Ja, Wahnsinn. Ein Hubbett im SPB. Du bist, glaube ich, wirklich der einzige 6 Meter Adria-Fahrer mit Hubbett. Darf ich einfach mal reinlaufen hier? Ja, kann ich schon. Ich laufe jetzt hier mal so rein. Alles schön ausgelegt mit Teppich. Und wir gehen einfach mal nach vorne durch und fangen dann mal an hier. Ja. Schaltgetriebe. Dir fehlt noch ein schönes Lederlenkrad. Das gibt es auch hier beim Bandcamp. Ja, aber da hast du, guck, vielleicht machen wir da auf noch. Ich zeige dir, wie. Ja. Da vorne ist auch mit Wildblender gezogen. Oh, das sieht ja jetzt erst. Du hast hier vorne. Und hier, das ist ja der Hammer. Ja. Wildleder. Ja, dann passt doch dazu auch noch ein Tuning-Lederlenkrad. Und auch aus Leder. Weil du hast auch Leder. Warst du? Du hast ja hier auch ganz viel Leder. Das hast du auch aus Leder. Warte, machen die auf. Mit blauen Nähten. Guck. Das ist der Hammer. Du weißt ja, das Lenkrad gibt es auch mit blauen Nähten. Ja, ne? Ja, deswegen, ich habe gefragt. Ne? Der kommt hierher am Freitag. Das machen wir. Ach so, der macht, lässt du dir einen. Nein, ich weiß nicht, vielleicht bringt er schon so einen. Er bringt ja welche mit. Ja, da kann ich hoffe, er hat auch, gleich reinmachen. Ja, ich hoffe, er hat auch blaue Nähte, weil er bringt hauptsächlich welche mit roten Nähten, ne, weil das viele wollen. Dann gehst du da rein, mach jetzt so, dass ich. Genau. Jetzt setze ich mich hier mal kurz hin bei dir. Alles. Du hast die elektrisch laufende Schiebetür. Und die sagst du, möchtest du gerne per Fernbedienung umgerüstet haben. Ja. Das haben wir ja bei uns gemacht. Wenn du mir Bescheid gesagt hättest, wenn wir uns schon gekannt hätten, hätte ich das Modul mitgebracht. Dann hätten wir das hier beim Camp einbauen können, weil das sind wirklich nur 4 Kabel da unten. Und wir müssen den Griff natürlich aushebeln. Ja. Aber das machen wir dann im Nachhinein. Und da hast du Gasheizung, Dieselheizung bebast du. Das sind die Super B, 4 Stück Lithium, 3 Stück Lithium-Batterie. Ne? Das ist von Dometic. Von Dometic, wie heißt der? Du hast ja hier das volle Programm. Das ist aber alles nachgerüstet. Ja, ja, alles nachgerüstet. Du hast die Dieselheizung von Webasto, die auch im SGX ist. Ja. Und hast du hier das volle Programm nachrüsten lassen mit digitalen Anzeigen. Und zusätzlich hast du noch die Gasheizung auch noch. Gasheizung, Fußbodenheizung, Elektroheizung, habe ich da alles. Ne? Ja. Verrückt. Sie hält sie. Ja, und dann, man weiß gar nicht, wo man hier weiter gucken soll. Du hast die Wände ja hier auch. Ja, ja, alles mit Wildleder. Wildleder, komplett Wildleder. Das ist kein Stoff, das ist Wildleder. Eine Soundbar unterm Fernseher. Gute Anlage. Du hast auch noch eine Soundanlage vorne eingebaut. Ja. Von welcher Marke, weißt du das? Das weiß ich nicht, ich habe alles lassen. alles machen lassen. Ja, cool. Und hier? Da habe ich eine Kaffeemaschine, aber da habe ich auch zum Bad noch, guck. Ja. Speziell das schwarze Oh. Holz reingebaut. So kann man auch gut.
ne? Leben. Die ist, das ist dauerhaft drinnen, ne? Ja, kannst du rausziehen, beim, die Duschen, ne? Aber mhm. Dann musst du die Stöpsel rausziehen, ne? Ja. Und deine Piezozündung ist aber noch nicht elektronisch gewesen, ne? Ja, normale ja und funktioniert wunderbar. Ja. Okay, du kannst natürlich dieses Klacken auch beseitigen. Auf elektronisch. Für 5 Euro kostet das Ding. Ja. Ja. Also das Ding hier nochmal für alle, die das nicht kennen, ja. Zum Klacken hatten die alten Adrias noch. Ja, deine Soundanlage macht gut Alarm schon hier. Ja. Natürlich muss ich jetzt aufpassen, weil ja. YouTube erkennt gleich die Musik. Gleich und dann kriege ich gleich Ärger, dass ich Musik einblende, die nicht lizenziert ist. Ja, dann hast du hier, also hast du hier noch irgendein Highlight? Oder das ist schon krass, das reicht ja wohl schon. Wir wollen ja nur ein Kurzvideo drehen. Du hast hier nochmal, du hast das ja auch alles. Alle Seitenwände. Das leitet es auch alles mit. Selbst diese Säule ist mit Leder verrückt. Ah, das ist wirklich wird noch das gemacht. Das fehlt noch, da willst du auch noch Leder? Nein, da will ich echte so Steine, aber ganz dünne, halbe Millimeter. Hm. Schwarz oder grau, ne? Ja. Mehr braucht man nicht. Ne, dein Fahrzeug ist, also mehr braucht man wirklich nicht. Ich gehe mal wieder raus von hinten. Was machst du denn mit diesem Platz hier als Alleinreisender? Ist ja alles leer. Nein, deswegen habe ich umgebaut, wo ich wollte, unter 6 Meter mit Hubbett. Mhm. Und das brauche ich, wo ich habe da Fahrrad, ne? Ja. Das gesehene Fahrrad. Und wenn ich stehe oder irgendwo, da muss der Fahrrad rein, weißt du? Mhm. Sonst kann ich nicht in Ruhe schlafen. Und wie wir sehen, bist du doch nicht alleinreisend. Du hast noch einen wunderschönen Hund. So einen schönen Hund sieht man aber auch selten. Ja, der muss ich halt nochmal von der anderen Seite filmen. Das ist aber mal ein Hund. Den sieht man auch nicht jeden Tag. Guckt euch mal diesen Hund an, wie der aussieht. Na du? Du könntest ja beim Hundeschönheitswettbewerb mitmachen, so wie du aussiehst. Top gepflegt. Sehr schöner Hund. Und den kann man auch gut mitnehmen in so einem Fahrzeug. Ja, das ist eine gute Alarmanlage. Das ist quasi deine Alarmanlage, genau. Ja. Ja, der kann laut sein. Kleine Hunde können lauter sein als große Hunde. Ja. Ja, danke, dass wir mal reingucken konnten. Viel Spaß beim Adria Vancamp. Was bedeutet für dich Vancamp? Oh, Spaß, Freiheit. Was noch? Also. Danke dir. Also, mach's gut.